Ja, herzlichen Dank, Herr Maas, meine Damen und Herren. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sich die Verspätung des heutigen Tages so nachhaltig durch den ganzen Tag ziehen würde. Und da ich nachher noch weiterreisen muss, bin ich sehr dankbar, dass der nach mir folgende Redner bereit war, mit mir zu tauschen. Ja, in der Tat, man kann sich offensichtlich gar nicht mehr vorstellen, dass jemand ohne PowerPoint-Präsentation vorträgt. Vielleicht erinnert das, wenn so ein Fossil wie ich hier das heute mal tut, den einen oder anderen noch dran, wie es war bei Vorträgen, als es noch kein PowerPoint gab. Mein Vortragsthema ist von Herrn Maas gerade genannt worden. Ich bin mir nicht im Klaren darüber, weshalb er in die Rubrik Re-Evolution eingeordnet worden ist, wenn damit gemeint ist, dass einmal erworbene, aber abgelegte Fähigkeiten wieder reaktiviert werden können, beispielsweise von der Druckindustrie, dann ist das vielleicht sogar nett gemeint, aber trägt der Stetigkeit der Bemühungen der deutschen Druckindustrie um eine nachhaltige Entwicklung nicht völlig Rechnung. Aber wenn der Begleittext zum Programmflyer unter der Überschrift Re-Evolution Now davon spricht, dass uns in 2011 einmal mehr Meldungen über Umweltkatastrophen gleichermaßen wie Meldungen über ökonomische Krisen beschäftigt haben, dann kommt damit auch so ungefähr zum Ausdruck, wie wir als Verband von Wirtschaftsunternehmen alle Bestandteile von Nachhaltigkeit verstehen und nämlich ernst nehmen. Ohne wirtschaftliche Leistungsfähigkeit kein hoher Standard von Umweltschutz und kein hoher sozialer Standard, und ohne ökologische Nachhaltigkeit und soziale Standards auch kein dauerhafter ökonomischer Erfolg. Und deswegen denke ich, ist es richtig, alle diese Punkte hier so zusammenzutragen. Natürlich liegt der Schwerpunkt eindeutig dieses Kongresses, das erkennen Sie an der Agenda, auf der ökologischen Nachhaltigkeit. Aber, das wissen wir alle, es ist mehr, und deshalb will ich in meinem kleinen Vortrag von 20, 25 Minuten versuchen, einen Beitrag zu leisten, um das Thema in seiner gesamten Breite auch anzusprechen. Denn spätestens seit dem Bericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages im Jahre 98 des vorletzten Jahrzehnts ist unstreitig, dass Nachhaltigkeit sich aus drei Säulen, aus drei Komponenten, der ökologischen, der ökonomischen und der sozialen, zusammensetzt. Und diesem Thema, dieser Herausforderung stellt sich auch die deutsche Druck- und Medienindustrie. Ich beginne mit der Ökonomie und wage zunächst einmal eine Prämisse, nämlich bezüglich der Stärke der Druckbranche und unter ihrer Unternehmen. Denn wenn es richtig ist, dass nur wirtschaftlicher Erfolg auf Dauer die Grundlage für stetige Verbesserungen des Umweltschutzes und des sozialen Standards ist, dann muss die Druckindustrie möglichst bald ihre strukturelle Krise, in der sie unzweifelhaft steckt, überwinden. Bisher hat sie am gesamtwirtschaftlichen Aufschwung nicht wirklich teilgenommen. Sie hat im letzten Jahr zwar, was den Umsatz betrifft, eine leichte, moderate Aufwärtsbewegung, eher eine Seitwärtsbewegung gemacht. Und das ist schon deutlich mehr als die Degression in den Jahren zuvor. Aber sie hat ganz anders als andere Branchen das, was im Krisenjahren 2008, 2009 verloren gegangen ist, nicht wieder aufholen können. Diese Umsatzentwicklung der deutschen Druckindustrie, die über die letzten viele Jahre schon negativ war, hat aber weniger mit einer Verlagerung weg von Druckprodukten hin zu elektronischen Medien zu tun, sondern eher mit der großen Überkapazität, den großen Überkapazitäten, die wir in unserer Industrie haben, und den damit verbundenen technologisch bedingten permanenten und sehr rasanten Produktivitätszuwächsen. Das kann man daran erkennen, dass die Produktionsindizes über dem Niveau der 90er Jahre und immer noch auf dem Basisjahr 2005 liegen. Es wird also keinesfalls weniger gedruckt und Druckprodukte hergestellt, als das früher der Fall war. Und deswegen haben wir es, ich komme zu den Herausforderungen in der Ökonomie, nicht mit einer sterbenden Branche zu tun, sondern mit einer,
die zum Teil im Moment durch den harten Konkurrenzkampf zu Preisen gezwungen wird, die etliche Marktteilnehmer machen, um ihre Maschinen überhaupt einigermaßen auslasten zu können, die aber auf längere Sicht nicht geeignet sind, durchgehalten zu werden. Und deswegen, so hart das klingt und ist, eine Marktbereinigung wird stattfinden. Sie ist unvermeidbar. Nur so kann sich ein auskömmliches Preisniveau wieder etablieren. Und damit ist natürlich dann auch leider, und das ist ein Bestandteil der sozialen Komponente, ein Rückgang der in der Industrie tätigen Mitarbeiter zu verzeichnen. Wenn wir im Jahr 2000 noch 220.000 und mehr Mitarbeiter in der Druckindustrie hatten, dann waren es im letzten Jahr noch 155.000 und wie viel es in den nächsten 5 Jahren noch weniger werden, da wage ich keine Prognose. Das hat Auswirkungen, ich sagte es, auf die soziale Komponente der Nachhaltigkeit, aber es wird nicht zu vermeiden sein. Wenn aber dann eines Tages dieser Strukturwandel vollzogen ist, dann gibt es, da bin ich gewiss, eine positive Zukunft für die verbleibenden Druckereien und ihre Mitarbeiter. Die Haptik, die Ästhetik von Büchern, die wahrgenommene größere Seriosität von gedruckten Tageszeitungen gegenüber elektronischen Medien, die größere Einprägsamkeit gedruckter Werbung und der immer häufiger anzutreffende Medienmix zwischen allen Kanälen wird dazu führen. Und es spricht ebenso dafür, dass es durchaus sehr gut sich entwickelnde Sparten und Bereiche in der Branche gibt. Den Digitaldruck, der heute natürlich ja auch schon angesprochen wurde, der auch sicherlich, wir haben das im Vorgängervortrag gehört, seine Probleme hat. Aber die Verpackungsindustrie gehört dazu, der Verpackungsdruck damit auch und natürlich auch die Veredelung von Druckprodukten. Also es gibt durchaus Anlass zu Hoffnungen, aber wir sind im Moment leider nicht in der Situation, dass wir Ihnen eine prosperierende, wirtschaftlich gefestigte Druckindustrie als Branche, ich rede nicht von einzelnen Unternehmen, da gibt es das sehr wohl, bieten können. Und das wirkt sich natürlich dann auf die Nachhaltigkeitsfelder sozial und Umwelt aus. Sozialverantwortliches Handeln muss immer das Spiegelbild sein erfolgreichen Wirtschaftens. Und das weiß niemand so sehr wie der Mittelstand, der in einer Region arbeitet und in ihr lebt, der seine Kunden oftmals in der Nähe hat, der sie kennt und der ihnen in unterschiedlichen sozialen Kontexten immer wieder auch begegnet, der sie immer wieder trifft und der sich deswegen von diesem sozialverantwortlichen Handeln gar nicht loslösen kann. Der Unternehmer, der Mittelständler trifft in der Region auch seine Mitarbeiter. Er trifft sie im Sportverein, er trifft sie beim Elternabend der Kinder, die in dieselbe Schulklasse gehen, miteinander befreundet sind und hat nicht diese Anonymität und Distanz, wie es in großen Konzernen oftmals der Fall ist. Mit anderen Worten, mittelständische Unternehmen leben nicht nur in der Region, sie leben auch von der Region und deshalb sind sie gut beraten, dieser Region etwas von ihrem Erfolg zurückzugeben. Und das ist auch für mittelständische Unternehmen, auch die der Druckindustrie, prägend. Und ich will deswegen an dieser Stelle einmal auf die Struktur der Druckindustrie eingehen, die eben nicht nur mittelständisch geprägt ist, sondern ganz überwiegend aus sogenannten KMUs, kleinen und mittelständischen Unternehmen besteht. 80% und mehr der Unternehmen haben weniger als 20 Mitarbeiter. Und wegen dieser Interdependenzen, die eine mittelständische Unternehmung zu gewärtigen hat, aber natürlich auch wegen der demografischen Entwicklung und des Bedarfs an qualifizierten Fachkräften, bildet diese Druckindustrie überdurchschnittlich aus und oftmals sogar über den eigenen Bedarf. Und wir alle wissen, wer ausbildet, der leistet einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit, nicht nur für das eigene Unternehmen, sondern auch für die gesamte Gesellschaft. Und die Zahlen, wenn ich sie Ihnen noch nennen darf, der Druckindustrie sind, dass im Jahr 2010 16.000 junge Menschen ausgebildet wurden. Und das bedeutet eine überdurchschnittliche Ausbildungsquote von mehr als 10%. Aber mit der Ausbildung hat es nicht sein Bewenden. Denn wer so von rasantem technologischen Wandel geprägt ist wie die Druck- und Medienindustrie, der ist darauf angewiesen, nach der Ausbildung nicht Halt zu machen, sondern auch der Weiterbildung eine hohe Bedeutung beizumessen. Gefragt sind heute nicht nur Technikzentriertheit, wie das früher der Fall war, wo Drucker leuchtende Augen bekamen, wenn sie ihre Maschinen zeigen konnten, sondern heute sind auch gerade Kompetenzen in der Kundenberatung, auch gerade zu Energiethemen gefragt. Heute sind Projektmanagement gefragt und damit die Fähigkeit der Mitarbeiter, eigenständige Antworten zu erarbeiten, eigenständig Aufgaben zu lösen, sich selbst zu organisieren und permanent zu lernen. Diese Zusammenhänge
Dinge zu erkennen und sie nutzbar zu machen für beide Seiten, das Unternehmen wie die Mitarbeiter. Das ist die große Aufgabe der Unternehmen der Druckindustrie in der Zukunft. Und nur wenn man dieser Aufgabe gerecht wird, kann man auch eine wirtschaftlich erfolgreiche, ökologisch verantwortliche und sozial verantwortliche Basis schaffen. Zu diesem Feld, das will ich an dieser Stelle nur kurz erwähnen, obwohl es sicherlich nicht zu meinen Lieblingsthemen gehört, gehört auch eine verantwortungsvolle Tarifpolitik, die diese Entwicklung fördert, um die Druckindustrie attraktiv auch für alle zu halten. Und da geht es nicht nur um interessante und gute Lohnstandards und Arbeitszeiten, 35-Stunden-Wochen, sondern da geht es gerade auch darum, weise Raum zu schaffen für andere Lösungen, die bisher vielleicht zu kurz gekommen sind, zu alters- und alternsgerechten Arbeitsbedingungen. Dazu gehört natürlich auch ein passender und pragmatischer Gesundheits- und Arbeitsschutz über die Berufsgenossenschaften und damit all die Themen, denen sich deutsche Druckunternehmer auch seit jeher widmen. Und damit komme ich zu dem Part, der dann letztendlich auch in meinem kurzen Vortrag den größten Raum einnehmen wird, nämlich der Ökologie, dem Umweltstandards. Und da möchte ich beginnen mit einer Prämisse, wie auch bei den anderen Themen, bevor ich dann zu den Herausforderungen komme. Print ist, das ist meine Antwort nicht, oder Prämisse, nicht durch Elektronik ersetzbar. Und auch wenn man das auf den ersten Blick meinen sollte im digitalen Zeitalter und auch wenn die digitalen Medien immer mehr Zulauf bekommen und wenn sich die Werbebudgets sicherlich noch nicht in signifikanter Höhe, aber doch immer deutlicher Richtung elektronischer Medien verschieben. Und wenn Menschen auf ihrem iPad lesen, ich tue das auch, dann wird trotzdem selbst in langer Zukunft noch gedrucktes Papier Hauptwerbeträger bleiben. Und deswegen werden trotzdem Menschen noch auf lange, lange Zeit und vermutlich immer gedruckte Bücher und Zeitungen lesen. Und deswegen geht es bei dem Thema Nachhaltigkeit durch Druckerzeugnisse nicht um bloße kulturelle und traditionelle Errungenschaften, nicht nur um ein diffuses Affektionsinteresse, was der Einzelne vielleicht noch hat, was die Kindergeneration dann schon gar nicht mehr hat und die Enkelgeneration auch nicht, und auch nicht um bloße Brauchtumspflege in Anlehnung an Gutenberg, sondern dafür streiten auch sehr nachhaltige Argumente. Der Vergleich zu elektronischen Medien, die auf den ersten Blick dem Betrachter vielleicht umweltfreundlicher und damit nachhaltiger erscheinen können, geht nämlich nicht zulasten von Papier- und Druckprodukten aus. Die elektronischen Medien werden zwar gerne auf den bloßen Stromverbrauch in ihrem Betrieb reduziert, aber auch das Recycling von Geräten, die dann irgendwann verschrottet werden sollen, steckt noch in den Kinderschuhen. Und wenn wir an die Produktion denken, dann geht es um seltene Erden, die gebraucht werden, dann geht es um energieaufwendige Produktion, da geht es um kurze Nutzungsdauer, die bei der technologischen Entwicklung, iPad 3 ist gerade dieser Tage an den Markt gekommen und so weiter, ganz entscheidend geworden ist. Und deswegen lassen all diese Fortschritte in Anführungszeichen die Umweltbilanz elektronischer Medien in einem neuen Licht erscheinen. Es gibt allerdings, das muss ich gestehen, jetzt noch keine wirklich belastbaren CO2-Bilanzen der elektronischen Medien im Vergleich zum Naturprodukt Papier. Wir hoffen alle darauf, dass, und warten mit Spannung, dass der VDMA zur Drupa eine Studie vorlegen wird, wo er sich diesen Ergebnissen oder diesen Fragen auch widmen wird. Eins ist jedoch heute schon sicher: Rohstoffe und Energie werden auch in großem Umfang bei der Produktion von E-Books, Tablets und Computern verbraucht. Schätzungen besagen, dass für die Produktion eines E-Readers im Schnitt etwa 40 bis 50 Mal mehr fossile Brennstoffe, Wasser, Energie benötigt werden als für die Herstellung eines Buches. Aber die Herstellung ist natürlich, ich sagte es schon, nicht das Einzige, was betrachtet werden muss, sondern der gesamte Lebenszyklus eines Produktes. Und deswegen geht es eben auch um den Bedarf an Energie und Rohstoffen bei der Herstellung von Ausgangsmedien für die Produktion und vor allen Dingen um den Energieaufwand, der für Server, für Netzwerke, für die Speicherung und Distribution und die Nutzung von elektronischen Medien aufgewendet werden muss. Dagegen, meine Damen und Herren, ist die Primärressource Papier ein nachwachsendes Produkt, ein nachwachsender Rohstoff, umweltfreundlich in der Produktion, aber selbstverständlich nur dann, wenn die Nachhaltigkeitsstandards bei der Waldbewirtschaftung erfüllt werden. Die Forstlabels FSC und PEFC werden deshalb auch vom Bundesverband Druck und Medien für sehr sinnvoll gehalten und unterstützt. Ich kann Ihnen das auch belegen. Vor einem Jahr hat die Europäische Kommission in einem Anti-Dumping-Verfahren chinesische Papierhersteller mit Strafzöllen überzogen, gegen die wir uns gewandt haben,
weil wir der Meinung waren, es sollte auf die Preisbildung dieser Zulieferbetriebe keinen Einfluss genommen werden im Interesse des günstigen Einkaufs deutscher und auch europäischer Drucker. Aber wir haben hinzugefügt, das darf natürlich nicht bedeuten, dass eine solche Freiheit für chinesisches oder indonesisches Papier besteht, wenn Umweltstandards oder auch soziale Standards nicht eingehalten werden. Mit anderen Worten, wir haben das unter die einschränkende Prämisse gestellt. Diese Aussage gilt nur, wenn dort auch die entsprechenden sozialen und Umweltstandards eingehalten werden. Ich will kommen nach dieser kurzen Prämisse zuvor, was die ökologische Seite des Drucks betrifft, zu den Herausforderungen, die auf dem besten Wege sind, gemeistert zu werden oder schon gemeistert worden sind. Und da fange ich an mit etwas, was eben auch schon eine Rolle gespielt hat, nämlich dem Papierrecycling. Und an dem kann man, glaube ich, sehen, wie man mit freiwilligen Lösungen unter Umständen sehr viel mehr erreichen kann als durch staatliche obrigkeitliche Reglementierung. Und das zeigt das Beispiel Agrappa. Agrappa steht für Arbeitsgemeinschaft grafischer Papiere. Und dort sind repräsentiert die gesamte Papierkette, also Hersteller, Verleger, Drucker, Weiterverarbeiter und Versandhandel. Und bereits vor 18 Jahren hat die Agrappa mit dem Bundesumweltministerium eine Vereinbarung getroffen, der zufolge die Altpapierverwertung bis zum Jahr 2000, also nach 6 Jahren, von 50% auf 60% gestiegen sein sollte. Und im Gegenzug hat sich der Bundesumweltminister damals bereit erklärt, auf eine Verordnung zu verzichten. Wenn wir heute sehen, was herausgekommen ist über diese Industrie- und Haushaltssammlungen, die zum Recycling und zur Wiederzuführung zu Stoffströmen geführt hat, dann muss man sagen, ist das ein sehr sinnvoller Weg gewesen, eine wirkliche Erfolgsgeschichte. In dem Jahr 2008, also vor 4 Jahren, genauere Zahlen, neuere Zahlen habe ich da nicht, verbrauchte jeder Europäer durchschnittlich 120 Kilogramm Papier im Jahr. Das machte auf alle auf die Gesamtbevölkerung Europas bezogen 47 Millionen Tonnen Papier im Jahr. Und über diese Menge, die natürlich nicht in den Müll gehört, dass diese Menge nicht in den Müll gehört, ist selbstverständlich. Und wenn wir jetzt die Recyclingquoten anschauen, dann stellen wir fest, dass diese Quote sich in Europa bis vor 4 Jahren auf 66% hat steigern lassen und für 2015, also in 3 Jahren, mit einer Quote von über 70% gerechnet wird. Wenn wir dann aber spezifisch den deutschen Sektor anschauen, stellen wir fest, dass offensichtlich auch wegen dieser frühen freiwilligen Selbstverpflichtung der deutsche Schnitt bereits 2008 bei 83% aller Drucksachen, die recycelt worden sind, liegt und dass wir auch davon ausgehen, dass diese Quote auch noch weiter zu erhöhen sein könnte. Ein zweites Beispiel der Themen, an denen zumindest gearbeitet wird mit großem Erfolg, ist, dass es nun mal ohne Chemie nicht geht. Ohne Chemie kann man nicht drucken. Und dazu führt eben auch, dass die Druckindustrie der lösemittelverwendenden Branchen zugerechnet werden muss. Es geht darum, dass aufgrund von Verfahrenstechnologien im Tiefdruck, im Zeitungsdruck, im Flexodruck, im Siebdruck flüssige Druckfarben auf Lösemittelbasis eingesetzt werden und dabei Emissionen entstehen, die zwar größtenteils abgesaugt werden, aber sie entstehen nun einmal. Im Offset-Verfahren kommen bestimmte Trocknungsverfahren, dann Arbeitsgänge hinzu, im Heatset, wo ein isopropanolhaltiges Feuchtmittel zur Anwendung kommt und dadurch diffuse Emissionen entstehen und auch sonstige flüchtige Reiniger, die benutzt werden, führen dazu, dass es bei Druckanlagen Emissionen gibt. Die deutsche Druck- und Medienindustrie hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, die mit den Produktionen verbundenen Emissionen weiter zu reduzieren und spürbar zu reduzieren und zu senken. Und alle möglichen Anstrengungen wurden dazu übernommen, die Substitution emissionsrelevanter Stoffe wie beim Reiniger, der Einsatz von Abluftreinigungsanlagen, neue Maschinengenerationen, neue Produktionsverfahren zählen dazu. Aber die Arbeit auf diesen Feldern geht natürlich weiter. Drittes Beispiel: Zu den auch gemeisterten Herausforderungen gehört die vom Bundesverband Druck und Medien 2008 entwickelte Methode, den CO2-Verbrauch bei Druckprozessen zu ermitteln. Und der vom BVDM im Rahmen seiner Klimainitiative entwickelte CO2-Rechner
ist im Moment in aktuell 300 Druckbetrieben in Deutschland und Österreich im Einsatz. Er ist zurzeit der meistgenutzte Rechner überhaupt und mit seiner Hilfe konnten im letzten Jahr 12.000 Tonnen CO2 kompensiert werden. Das entspricht in Euro einer Geld- und Kompensationssumme von 250.000 Euro. Das ist ein webbasiertes Berechnungstool, das in den meisten Druckverfahren, im Bogenoffset, im Rollenoffset, im Zeitungsdruck, im Digitaldruck, im Siebdruck, im Tiefdruck zur Verfügung steht. Und die damit arbeitenden Betriebe werden nicht allein gelassen, sondern sie werden jährlich auditiert und können ihre CO2-Emissionen nicht nur ermitteln, sondern durch den Erwerb von Zertifikaten nach dem Goldstandard auch kompensieren. Die Betriebe erhalten durch die Arbeit mit dem Klimarechner und durch die Verbände der Druck- und Medienindustrie, unsere Landesverbände und deren Dienstleistungsgesellschaften auch Ansätze zur Vermeidung von Emissionen. Aber es gibt natürlich weitere Herausforderungen. Im Moment beschäftigt uns in einem starken Maße das Thema Mineralöl in Altpapier und damit auch in Lebensmittelverpackungen aus Recyclingmaterial. Und man kann hier deutlich erkennen, wie in allen Sektoren, bei den Farbherstellern, bei den Zeitungsdruckern, auch in der Verpackungsindustrie an Lösungen gearbeitet wird. Aber, das sage ich ganz deutlich und das sagen wir auch dem Umweltbundesamt und dem Bundesministerium für Verbraucherschutz, das braucht Zeit und es müssen immer auch die Auswirkungen und die Auswirkungen auf Kosten und Prozesse berücksichtigt werden. Es kann nicht sein, dass hier durch Schnellschüsse sowohl die Verpackungsindustrie oder der Zeitungsdruck unverhältnismäßig beansprucht wird. Aber wichtig ist, dass alle Beteiligten an Lösungen zu arbeiten haben und das halte ich für sinnvoller als schnelle staatliche Eingriffe, die kontraproduktiv sind und auch nicht verhältnismäßig. Was ist eine weitere Herausforderung? Ich hatte es vorhin schon mal angedeutet in anderem Zusammenhang, als es um die Weiterbildung geht, nämlich dass Druckunternehmen noch stärker lernen müssen, durch saubere Prozessstandards Makulatur zu vermeiden. Sie müssen dort, wo nötig, wie in einem Regelcontrolling-Kreislauf, auch Kundenreklamationen besser analysieren können, um sie über den Einzelfall hinaus für die Zukunft ganz zu vermeiden und damit immer bessere Produktionsprozesse, immer weniger Makulatur sicherzustellen. Wenn Ihnen das gelingt, indem Sie permanent nachsteuern, dann trägt das der Nachhaltigkeit ganz eindeutig auch Rechnung. Gleichwohl, das ist nicht so einfach, weil die Themen komplex sind, die Aufgaben komplex sind und gerade kleinere und mittlere Unternehmen, die oftmals im Tagesbetrieb untergehen vor Arbeit, haben damit ihre Schwierigkeiten. Denn es geht ja nicht nur um Energie und um Papier, es geht nicht nur um die Lösungsmittel, die ich angesprochen habe, um Abfall, um Makulatur. Es geht ja auch um Staub, um Druckplatten, um Farben, um Reinigungsmittel. Also das Thema ist komplex. Und deswegen kommt in Zukunft dem Energiemanagement der Branche und der Betriebe eine noch viel größere Bedeutung zu. Das ist eben nicht nur immer eine Frage des Wollens, sondern auch des Könnens, weil die Mechanismen und die Stellschrauben kompliziert sind. Und auch deswegen kommt einer praxisnahen Energieeffizienzberatung eine besondere Bedeutung zu. Auch hier versuchen die Verbände Druck und Medien und ihre Dienstleistungsgesellschaften Printix Media ihren Beitrag zu leisten. Sie bieten seit Jahren einen Umweltkennzahlenvergleich an beim Zeitungstiefdruck und beim Akzidenz-Offset-Druck ebenfalls, der den Betrieben helfen soll. Und die Botschaft, die ich damit transportieren will, ist, dass der gerne und oftmals gegenüber der Wirtschaft erhobene Vorwurf des sogenannten Greenwashing, man wolle sich nur ein grünes Mäntelchen umhängen, sicherlich in manchen Fällen berechtigt ist, aber in dieser Schärfe und der unterstellten Absicht auf kleinere und mittelständische Unternehmen so pauschal nicht zutrifft und auch nicht auf die Druckindustrie. Wir verkaufen keine Kisten Bier zur Rettung des Regenwaldes. Hingegen sind mittelständische Unternehmen oftmals schon in der x-ten Familiengeneration mit einem hohen professionellen Ethos dabei, nämlich etwas für ihre Region, für ihre Kunden und für ihre Mitarbeiter und damit auch der Umwelt zu tun. Und sie sind stets bemüht, schon aus betriebswirtschaftlichen, gar nicht mal nur altruistischen Gründen, bereit und willens, jeden Weg der Optimierung, weniger Papier, weniger Lösungsmittel, weniger Energie zu verfolgen und damit auch zur Ressourceneffizienz beizutragen. Ich will ein letztes vor einem kurzen Fazit noch sagen zum Stichwort Transparenzstandards.
Unsere Haltung ist, dass gesetzliche Regelwerke, gesetzliche Standards immer Mindeststandards sein müssen. Sie müssen geeignet sein, dass alle Bürger und im Fall der Wirtschaft auch die Unternehmensbürger in der Lage sind, diese Standards zu erfüllen und dass insbesondere der Mittelstand, dessen hohes Lied man in Sonntagsreden gerne singt, diese Standards auch erfüllen kann und nicht daran scheitern muss. Und deswegen liegt es im Wesen einer, wie ich sie verstehe, freiheitlichen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, dass darüber hinaus man Freiwilligkeit und Engagement fördern muss und damit auch weitere Fortschritte in der Nachhaltigkeitsdebatte erreichen muss. Da, wo Verbraucher und Kunden, wo Arbeitnehmer und Öffentlichkeit höhere Standards einfordern und wo Unternehmen diese Standards anbieten, gerade um sich im Wettbewerb von anderen Konkurrenten auch abzugrenzen, positiv zu differenzieren. Da, meine ich, schaffen wir den Weg zu einer wirklichen Bürgergesellschaft, die in ihrer Effektivität, ihrer Effizienz, in beidem, glaube ich, wirklich geeignet ist, verantwortbare Ergebnisse zu liefern. Und das ist viel wichtiger als dort, wo bloße Ideologen und Weltbeglücker herrschen oder wo Politik und Verwaltung in kühner Selbstüberschätzung ihrer eigenen Erkenntnisfähigkeiten und Möglichkeiten mehr tun, als nur ordnungspolitische Rahmenbedingungen zu setzen. Bürokratische Überfrachtung nutzt gar nichts. Es geht um das praktische Tun. Es geht darum, dass man einer nachhaltigen und die Interessen ausgleichenden Entwicklung nicht durch Bürokratie dem Boden entzieht. Und deshalb lehnen der Bundesverband Druck und Medien und auch andere Wirtschaftsverbände beispielsweise die Bestrebungen der Europäischen Kommission ab, Rechtsvorschriften über die Transparenz der sozialen und ökologischen Informationen zu schaffen. Diese sogenannte CSR-Berichterstattungspflicht, also CSR für Corporate Social Responsibility, wäre ein Zwangskorsett für die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen, die ganz mannigfaltig und unterschiedlich ist. Der lokal arbeitende Handwerker ist nicht mit dem in der Region tätigen mittelständischen Automobilzulieferer zu vergleichen und beide schon gar nicht mit dem global agierenden Textilunternehmen. Bloße Bürokratie fordert jetzt schon ungeahnte Kräfte in den Unternehmen. Durch Informationspflichten werden deutsche Unternehmen mit 10.000 Informationspflichten konfrontiert, die Kosten von 43 Milliarden Euro jährlich, davon die Hälfte, gut die Hälfte aus der Europäischen Union stammend, zeigen das, glaube ich, eindrucksvoll. Also es geht nicht darum, formalisierte Berichterstattungspflichten zu erfüllen, sondern damit und sich damit auf die Abarbeitung von Vorschriften zu konzentrieren, sondern effektiv Lösungen zu schaffen, um weiter ökonomisch erfolgreich, sozial verantwortlich und umweltpolitisch auch verantwortlich zu handeln. Und da sind auch nationale Alleingänge eher kontraproduktiv und deswegen bin ich gespannt und wir werden das kritisch konstruktiv begleiten, was aus dem Ergebnisbericht zum nachhaltigen Publizieren, der in der letzten Woche war es, glaube ich, beim Uber diskutiert worden ist, herauskommt. Wir werden uns daran in der Diskussion beteiligen. Mein Fazit ist, die Druckindustrie hat die Idee der Nachhaltigkeit ganz sicherlich nicht erfunden, aber sie tut sehr viel mehr, als gemeinhin manchmal angenommen wird und sie tut auch sehr viel mehr in der Proportion betrachtet zu ihrer Größe, als andere Branchen das tun. Aber es gibt natürlich ganz ohne Frage vieles noch in der Zukunft zu erledigen und zu schaffen. Und das geht nur, das ist die Botschaft, die ich hier heute loswerden möchte, wenn man die Interdependenzen, die zwischen der ökonomischen Leistungsfähigkeit und den anderen beiden Säulen bestehen, erkennt und wenn man pragmatische und realistische Ziele ansteuert. Also stetiges Bemühen, stetiges, emsiges Arbeiten ist einem politischen Aktionismus vorzuziehen. Zu Nachhaltigkeit, die den Namen verdient, führt ein mühsamer Weg und nicht eine ideologische Milchstraße, um es lateinisch zu sagen, per aspera ad astra. Vielen Dank.